So, es ist dann 14 Uhr. Dann kann es jetzt weitergehen. Ich stelle auch das Mikro gleich noch ein bisschen leiser. Es gibt jetzt den Vortrag hier zum Thema Wahlkampforga. Da haben wir auch schon unsere gesamte Wahlkampforga hier zu stehen. Das ist Jürgen Rothoff, Marie Salm und Birgit Wenzel. Und die erzählen euch jetzt, dass sie das nicht allein wuppen können und warum. Genau. Oh, wo stellt man das ein bisschen leiser? Ich kann es natürlich weghalten, ein bisschen weiter, das geht auch. Aber ich esse so gerne Mikrofone. Not so close, Mr. Lewinsky. Eins, zwei, ja, ist okay. Hört man ihn hinten auch? Ja. Kann man hören, gut. Ja, die Vorstellung hat Astrid schon übernommen, der Person. Ihr seht auch, was an dem Beamer steht, was an der Leinwand steht. Und zwar steht dort Wahlkampforga als Backoffice. Und genau das ist auch die Aufgabe, die wir uns zutrauen, die wir gemeinsam übernehmen wollen und wo wir denken, da können wir vielleicht helfen. Denn das ist es, gemeinsam, wie da steht, müssen wir agieren, gemeinsam müssen wir vorwärts kommen und nur gemeinsam kommen wir weiter. So, jetzt kommen im Anfang ein paar ganz interessante Bilder. Wenn es geht, ja. So, da ist die Funktion einer Wahlkampfzentrale aufgeschrieben. Da gibt es die Kommunikationsschnittstelle, die Anlaufstelle, Materialkoordination, Personalkoordination, Poststelle und auch Terminkoordination. Das sind alles noch Sachen. Okay. So, dann wird es interessanter. Es wurde Büro- bzw. Loftcharakter. Es gibt ausreichende Anzahl an Arbeitsplätzen. Es gibt angemessene Lagerkapazität. Es gibt Techniken wie Telefon, IT, Internet, Streaming, Raum für Pressekonferenzen und Briefings. Es gibt Sanitär und Küche. Es gibt kein Chaos. Es gibt Beachtung der Arbeitsstätten-VO. Und es gibt die Unfallverhütungsvorschriften. Weiter. Es gibt funktionsgerechte Einrichtung, Anmieten, Leihgaben, kein Sperrmüll. Es gibt eine Wohlfühlatmosphäre, bei den Piraten ganz wichtig. Für die Mitarbeiter, klar. Genügend Platz, auch zum Telefonieren. Stellwände, also ihr seht das selber. Gut, dann gibt es noch was. Die eingerichteten Arbeitsplätze sollten permanent zugeordnet sein. 10 für die Bundeszentrale. 3 bis 5 für Landesverbände. Man muss Platz zum Arbeiten für Gespräche haben, weil Enge wirkt destruktiv. Alle Arbeitsplätze mit technischer Vollversorgung, wie Strom, Telefon, Internet, kein WLAN. So, jetzt die Frage, wer kennt diese Folien? Oder wer kannte diese Folien? Nein, das sind keine Folien von meinem Vortrag, sondern das war ein Vortrag auf der Marina 2012 vor der Bundestagswahl und zwar der identische Vortrag, den wir heute halten. Deswegen ist die in den Bach runtergegangen. Ne? Zur Wahlkampforga. So, ja, ich hoffe, Bastian ist mir nicht böse. Weil Bastian hat den gehalten damals. Und Bastian hat ihn damals vorgestellt. Und im Nachhinein hätte man es vielleicht wirklich so professionell machen sollen. Vielleicht, habe ich da drunter geschrieben. So, das waren die Voraussetzungen, die wir hatten, als wir uns vor der Bewerbung zur Beauftragung hingesetzt haben. Weil wir haben vorher überlegt, was wir machen. Und wir haben nicht einfach gesagt, auch wir machen es und gucken dann mal, was passiert. So. Ja. Und bei der BTW-Orga 2017, ja, sieht es leider nicht so gut aus. Werdet ihr gleich sehen. So, nochmal, was Astrid gemacht hat zum Mitschreiben. Als den Hut aufgesetzt haben sich die Marie, den Hut aufgesetzt haben sich die Birgit
und den Hut aufgesetzt habe ich mir. So, aber wir haben leider kein Büro, wir haben keine Mitarbeiter und wir haben 0 Euro Budget. Damit sieht das, was eben in den ersten 4 Folien war, nicht ganz machbar aus, ja? Weil es fehlen einfach die Grundlagen, um sowas zu machen. Also, wie gerade gesagt, haben wir uns vor der Bewerbung zusammengesetzt und haben probiert, realistisch zu beurteilen, was wir wirklich leisten können. Nämlich, es gibt nichts Schlimmeres, als immer zu sagen, das können wir, das machen wir, das tun wir. Im Endeffekt schafft man es nicht. Also wollen wir probieren, bitte, das, was wir machen, auch gescheit zu machen. So, dabei kam dann heraus, wir sehen uns in erster Linie, was eben auch auf der ersten Folie war, als Koordinations- und Kommunikationsschnittstelle zwischen den verschiedenen Gliederungen und natürlich auch den Kandidaten. Ganz wichtig. Das heißt, wir müssen Infos oder wir wollen Infos weitergeben. Das nächste, ja, gleichzeitig den Versuch starten, redundantes Arbeiten möglichst zu vermeiden. Ja, das ist etwas, was bei Piraten beliebt ist. Sehr beliebt ist, aber wir haben uns überlegt, es gibt die Problematiken, es gibt für den ersten Punkt zu viele Informationswege und bei dem zweiten Punkt zu wenig Ressourcen. Und diese Ressourcen nutzen wir oft, um Dinge zweifach, dreifach, vierfach und fünffach zu machen. Oft ganz einfache Informationssachen. Ich könnte jetzt sagen, es gibt schon Wiki-Seiten, 3, die mir gestern beim einfachen Durchsuchen des Wikis bekannt wurden, sowohl für alle Direktkandidaten, sowohl für alle Listenkandidaten und noch eine große, wo jeder Kandidat einzeln aufgeführt ist. Diese Sachen wurden angelegt, ohne dass wir davon wussten. Und dann gibt es von uns auch noch eine. Ja, ich finde es nett, dass Leute das machen. Ich finde nett, dass Leute das mitmachen. Aber sie sollten das informieren. Wir hätten dann noch viel weniger Arbeit, wenn das ein anderer machen würde. Aber es einfach ins Wiki zu setzen, das ist, bringt uns nicht weiter. Ganz klar. Das müssen wir probieren zu vermeiden. Ja, wir haben überlegt, wie wir das vermeiden können. Es wird ganz schwer sein. Wir können es nur mit eurer Hilfe vermeiden, indem ihr Menschen sagt, Piraten sagt, hör mal, ich finde es geil, was du machst, aber sprich es doch mal kurz mit der Orga ab, ob es nicht schon ein anderer gemacht hat oder wie die es haben wollen und auf was für eine Seite wir das hochladen, sodass es auch zu finden ist. Schade für die Arbeit, die sich die anderen Piraten gemacht haben, das alles einzusetzen. Das waren Stunden. Ich habe das, man kann das in der Version sehr schön nachgucken, wann das erste, wann das weiterkommt. Diese Stunden hätten wir für was anderes nutzen können. So, wir haben gesagt, wir wollen Informationswege machen. Also unsere Informationswege, Kandidaten, die jetzt schon Kandidaten sind, haben es mitbekommen, werden Infobriefe sein. Das heißt, wir schreiben jeden Piratenkandidaten an, wir schreiben Koordinatoren mit an, einfach was in der letzten Woche, was in den letzten 2 Wochen, was in den letzten 3 Wochen, je nachdem, was an Input gekommen ist, geschieht, fassen das zusammen, probieren das verständlich zu verfassen und schicken das an die Kandidaten. Somit haben die Kandidaten eine gewisse Übersicht immer, was gerade gemacht wird, wo gerade Sachen stehen, ist zurzeit noch nicht viel, wir hoffen es mehrt sich, je näher man an die Wahl rankommt. Kann man auch ein bisschen skeptisch sehen. Wir haben es uns einfach entschieden für einfache Dinge. An welche Kandidaten geht das? Erstmal geht es an die Listenkandidaten, null. Es werden aber auch, wenn die Listen, also wenn die AVs durch sind oder wir sagen, für die Landesverbände finden wir keine AV mehr, wird es auch an Direktkandidaten gehen, wenn die Landesverbände eine Tabelle ihrer Direktkandidaten mit E-Mail fertig haben und an uns schicken. Keine E-Mail, Infobrief. Ganz einfach. Eine ganz kurze Frage, wenn ich darf. Ich habe das vor Jahren vorgeschlagen. Warum gibt es nicht eine Bundesinfoliste, Mailingliste, wo wirklich nur solche Sachen drinstehen? So, wir kommen zum nächsten Punkt. Da steht Mailingliste.
So, ja. Diese Mailingliste gibt es. Diese Mailingliste ist in den 2 Infobriefen, die wir versandt haben, jedes Mal beschrieben worden. Diese Mailingliste wird auch noch öfter in Infobriefen scheinen. Was passiert einfach? Eine neue AV, neue Kandidaten. Es bedeutet, dass irgendwelche Alten es doppelt bekommen. Bitte seht drüber hinweg. Wenn ihr drin seid, seid ihr drin. Braucht ihr euch natürlich nicht doppelt anmelden, was gestern auch gefragt wurde. Diese Mailingliste bedeutet, es werden vorrangig Kandidaten und Koordinatoren gewünscht. Es können auch andere Piraten, wenn sie berechtigtes Interesse haben, in diese Mailingliste kommen, aber in dieser Mailingliste wird freigeschaltet. Also ich denke, ihr habt, ja, ihr könnt freischalten. Also das heißt nicht, dass die Beiträge jeweils freigeschaltet werden, sondern die Teilnehmer an der Mailingliste. Gut. So, das nächste, was wir dann auch machen wollen, ist, oder werden, aber bei Bedarf, es wird keine regelmäßige Mumble-Sitzung geben. Die gibt es, die 14-tägige, kommt gleich noch mit Polgaps. Wir werden bei Bedarf Mumble-Sitzungen machen, wenn wir merken, es sind Probleme da oder wenn wir merken, es ist ein Input da, der unbedingt besprochen werden muss. Weil, auch da haben wir aus der Vergangenheit gelernt, zu viel dieser Mumble-Sitzungen ja, sind vom Inhalt her, kann man die nicht so gut füllen, dass man sagt, wir können alle 14 Tage eine Mumble-Sitzung machen. Dann werden die Teilnehmer, das konnte man sehr schön erkennen zur Wahl 13, die wurden immer weniger. Sie fingen alle ganz mit ganz viel Enthusiasmus und Interesse an und zum Schluss, wo es eigentlich drauf ankommt, im heißen Wahlkampf, waren es noch 2 Hände voll. Noch kurz zur Mailingliste noch mal eine Frage. Freischaltung gilt nur für Schreibrechte. Lesen darf jeder, ne? Mittlerweile, das muss noch mit der IT geklärt werden, sieht aber so aus, so wollen wir es haben. So, die ist eigentlich auch schon frei. Wir hatten ein paar Probleme auch nach dem ersten Infobrief mit der Anmeldung, weil das neue Mailsystem-Anmeldung hat nicht ganz funktioniert. Aber da hat der Jan uns ein bisschen geholfen und andere haben uns da auch geholfen, dass das funktionierte. So, dann gibt es für die Kandidaten weitere Informationen. Es wurde eben angeregt oder angesprochen, das MetaMost oder MetaHorst, das ist das Tool der Öffentlichkeitsarbeit. Da haben wir aber mittlerweile, glaube ich, auch angeregt, dass es einen einzelnen, was ist das, kann er Channel gibt, dass es einen einzelnen Channel gibt, der unabhängig von diesem ganzen Wust, der sonst auf MetaMost ist, der erschlägt also keine Kandidaten, wenn man da reingeht. Man muss sich nicht erst durch 296 andere MetaMost-Beiträge hangeln, sondern man kommt dahin. Gut, das kann aber die Öffentlichkeitsarbeit super gut nutzen, um zum Beispiel Direktkandidaten ganz schnell zu finden. Und ihr bekommt ja auch eine Mail, wenn die wichtig ist, also wenn ihr an et al. An die Kandidaten geht, da wird aber die Öffentlichkeitsarbeit, die arbeitet da sehr gut mit und deswegen soll das auch für die Kandidaten weiter sein. Dann gibt es, was jetzt schon das zweite Mal gelaufen ist, ist die 14-tägige Mumble-Runde. Die wird von den politischen Geschäftsführern oder ist sie ins Leben gerufen worden. Das heißt, es werden immer im Abfall, einmal sind die politischen Geschäftsführer, stellen sich vor und dann gibt es diese Mumble-Runde. Diese Mumble-Runde hat eine Besonderheit. Es wird probiert, 30 Minuten Formalfood zu machen und es wird probiert, 30 Minuten über ein bestimmtes Thema zu reden. Das erste Thema hat damals Bruno Kramm mit Pressearbeit gemacht. Es ist begrenzt, 30. Ich kann in 30 Minuten, man hat es eben bei der Diskussion mit Dietmar gemerkt, man könnte wahrscheinlich Stunden da reden, aber wir haben bewusst gesagt, wir machen einen Vortrag, der ungefähr 10 Minuten lang sein soll und dann wird, oder eine Viertelstunde wird diskutiert, also Fragen gestellt. Der letzte Vortrag ging über Energie, wie die AfD Energiepolitik vorstellt. War auch ganz interessant, weil da hat man eine Vorgehensweise, wie die AfD programmatisch agiert. Und das war einfach nicht nur für Energie, sondern wir sind uns sicher, oder der Vortragende war sich sicher und auch viele im Mumble,
dass das System gleich ist. Das hilft euch zum Beispiel bei Podiumsdiskussionen, die eben ja gesagt wurde, auch für eine Podiumsdiskussion kann man sich nicht einfach dahinstellen, sondern man muss sich vorbereiten. Und diese Sachen sollen vielleicht die Kandidaten ein bisschen fitter machen für Podiumsdiskussionen, sollen die Kandidaten ein bisschen fitter machen für überhaupt für Diskussionen. Die werden auch aufgezeichnet. Also wer da nicht da ist, kann die sich im Nachhinein anhören. Das ist auch ganz wichtig. Für diese Runden benötigen wir Input. Das heißt, jeder Kandidat oder auch andere Piraten, muss kein Kandidat sein, der sagt, ich habe da mal was, was mich interessiert, das würde ich gerne mal vorstellen, das könnte uns im Wahlkampf weiterhelfen, hat die Möglichkeit, das an uns zu schicken, an einen von uns dreien, und dann zu sagen, ich möchte gerne das in der Polgef-Runde vorstellen oder in der Polgef-Kandidatenrunde, richtig gesagt, dann werden wir ihn einreihen. Ja? Wichtig ist aber, dass er ganz kurz uns erklärt, was er machen möchte, dass ein Dreizeiler dabei ist, den wir den Kandidaten schicken, weil leider hat sich auch herausgestellt, es reicht nicht, wenn das Ding im Kalender steht, sondern auch da bekommen alle Kandidaten 2 oder 3 Tage vor dieser Mumble-Runde eine Mail. Dann ist die Mumble-Runde mit dem Ding. Ja, es werden auch wieder Kandidaten da sein, die sagen, die Mails erschlagen mich, aber ohne Informationen kommen wir nicht weiter. So, dann eben, was ich schon mal eben angesprochen hatte, wir haben uns so ein bisschen für das KISS-System entschieden. Keep it small and simple. Wir haben wunderschöne Wiki-Seiten zur Wahl 2013 gefunden. Die begeistern einen. Die sind wirklich klasse programmiert. Da hat sich einer tagelange Arbeit gemacht. Nur, die wurden 2 Tage mit Daten gefüllt und am 3. Tag schon nicht mehr. Das heißt, wenn man da drauf geht, hat man nur einen Punkt. Sie wurden nicht bis zur Wahl zu Ende geführt. Sie waren schön, sie haben aber stellenweise auch zur Eintragung musste man schon sehr viel Wiki-Kenntnisse haben, also wurden sie nicht gefüllt. Das nützt uns auch nichts. Wichtig wäre, wenn wir wirklich einfache Wiki-Seiten für Datensammlungen haben, wir haben damit angefangen, eine einfache Seite über die AVs, wo die Kandidaten mit drin sind. Wir werden das hoffentlich auch für Kampagnen, hoffentlich auch für Themen, die heute Abend noch besprochen oder ja heute Abend noch besprochen werden, werden wir das auch machen, so dass dort Informationen gefunden werden können. So, das nächste ist die Terminkoordination. Die Terminkoordination ist natürlich ganz wichtig. Da kommen wir ohne eure Hilfe überhaupt nicht weiter. Wichtig ist, gleich kommen Punkte, da brauchen wir Ansprechpartner. Ohne Ansprechpartner brauchen wir die Punkte erst gar nicht machen. Ja, wir haben Controlling, da wo wir Einfluss haben. Gut, haben wir uns überlegt, wo haben wir Einfluss? Ganz unten und auf die Nerven gehen, wo wir wenig Einfluss haben. Wir haben dann gemerkt, wir haben eigentlich überall wenig Einfluss. Das ist so. Wir haben überhaupt keinen. Das weiß aber jeder. Wir arbeiten nicht mit bezahlten Kräften, wo ich sagen kann, hör mal zu, wenn du das nicht machst, bist du nächste Woche deinen Job los. Also, wir werden Leuten auf die Nerven gehen. Wir werden es versuchen, möglichst höflich zu machen, hoffe ich. Ja, sind die Damen dann dazu? Ja, ich krieg schon. Die Technik hat mich bestraft, gerade weil ich gesagt habe. Gut. So, da haben wir sofort To-Dos. Wir benötigen ganz dringend, und das müsste eigentlich gestern passiert sein, wir benötigen noch AVs für die 4 Landesverbände. Deshalb die Frage, ist einer aus Bremen hier? Ich weiß, dass er unser stellvertretender Geschäftsführer hier ist, der da aus der Gegend kommt. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, mit dem Ernst habe ich aber gestern schon geredet, mit der Luisa auch. Ich denke, es sind Probleme, aber wir sollten sie gemeinsam lösen und wie der Ernst gestern so mal durch die Blume gesagt hat, werden sie wohl zügig eine AV in die Wege leiten. Finde ich super, danke dafür. Sonst müssen wir nett sein. Ja. Genau. Schleswig-Holstein ist eigentlich auch Schleswig-Holstein. Ich habe eben bei der Vorstellungsrunde da hinten. Tritt mal euren Vorstand dahin, dass er sagt, wir machen
möglichst zügig eine AV. Ich verstehe, dass der Landtag bei Fraktionen ganz stark ja, die Gewichtung einfach auf den Landtagswahlkampf setzt und dass die Fraktionen auch den Landtagswahlkampf wollen, aber NRW hat es mittlerweile gemacht, relativ schnell eine AV ins Leben zu rufen. Saarland bedanke ich mich auch ganz herzlich. Die haben eine kurze Mail gekriegt, wir brauchen die AV und der Termin war 3 oder 4 Wochen später. Also es geht, wenn man es will. Und diese beiden Landesverbände, wo ich Schleswig-Holstein, ich sehe Alex, ich sehe dich gleich, ja. Schleswig-Holstein, NRW und Saarland haben den großen Vorteil, die können eigentlich während ihrer Infoveranstaltung zum Landtag Unterschriften sammeln. Sie brauchten nicht danach nochmal antreten. Alex. Ja, kurz, Bremen wurde gerade aufgerufen, ich war gerade abgelenkt. Also Bremen hat am Montag Landesvorstandssitzung. Soweit ich weiß, hat der Heinz Böttcher auch unseren Landeswahlleiter angemeldet zur Wahl. Am Montag wird gesprochen, die Termine zur Aufstellungsversammlung im Lande Bremen. Ja. Die Kandidaten und damit sind die Wege gleich. Ich werde am Dienstag und Dienstag jetzt darüber berichten. Ich danke dir und danke, dass ihr so schnell reagiert auch. Gut, ganz kurz zur Info. Wenn die 4 Landesverbände nicht mit antreten, liegen wir, glaube ich, könnte mich jetzt so sagen, ich weiß nicht, am Prozent bei 86% der Bevölkerung, die uns wählen können. Uns würden also 14% der Bevölkerung fehlen, die überhaupt uns gar nicht wählen können. Das sollten wir auch immer im Kopf haben. Deswegen ist es wichtig, überall anzutreten. Dazu gehört natürlich leider auch noch ein Übel. Das kommt hier nach. Die Termine. Einen ganz wichtigen Termin, da muss ich dem BUFO ans Herz legen. Das ist der Termin, den der BUFO machen muss. Ich weiß nicht, Carsten, Lothar, ihr müsst beim Bundeswahlleiter die Partei anzeigen zum Wahlkampf. Der Endtermin dieses Dings ist der 19.06., der berühmte 97. Tag vor der Wahl. Das ist ganz wichtig, dass ihr das macht. Das kann man schon viel früher machen. Wenn Probleme auftreten oder Fehler bei der Anmeldung sind, kann man die immer wieder ausmerzen. Wenn man es am letzten Tag macht, kann man die nicht ausmerzen. Deswegen bitte das nicht so weit nach hinten schieben. Gut wäre es, wenn wir alle AV durch hätten, dann könnten wir, oder sicher sind, die vielleicht der Landesverband macht keine, dann sollte es in dem Moment angemeldet werden, wo wir sagen, die AVs sind durch, so oder so. Ja? Und das sollte eigentlich in den nächsten 2 Monaten sein. So, dann kommt der andere Termin, das ist natürlich das, man es genügt nicht, dass man eine AV macht. Wir müssen, ja ich sage jetzt mal einfach, wir sollten, müssen Unterschriften sammeln. Das ist wahrscheinlich für die Wahlkämpfer aus NRW, Schleswig-Holstein und Saarland, die sagen, nein, wir schaffen die 5%. Ja, ich denke, dann wird uns was ganz Kreatives mit den Unterschriften einfallen. Wenn wir die nicht benutzen würden oder nicht benutzen müssen, bin ich mir ganz sicher. Aber wir sollten sie einfach sammeln. Und wir sollten sie nicht dann sammeln, wenn die 3 Landtagswahlen zu Ende sind. Dann könnte es sein, dass auch die Motivation etwas nach unten geht. Gerade in diesen Landesverbänden. Und bitte fangt an zu sammeln. Und abgeben müssen wir die am 17.07. Wir sammeln also in den Sommer rein. Ist unserer Meinung, sieht das gar nicht so schlecht aus. Schlimmer wäre, wenn wir in den Winter reinsammeln müssten. Dieser Termin ist mit Vorsicht zu genießen, weil wer erst an diesem Termin abgibt, hat auch, was eben gesagt wurde, keine Chance zur Nachbesserung. Es ist also so, es gibt wirklich mittlerweile Leute, es gab zum Landtagswahlkampf in RLP Menschen, die bewusst mehrere Parteien unterschrieben haben. So, ich sag jetzt mal, einer dieser blauen Parteien hat gesagt, der hat für ihre Partei, die mussten sammeln, geschrieben, hat aber auch ganz fleißig für die Piraten unterschrieben. Die Piraten waren froh, dass sie die 2000 Unterschriften hatten, haben das dem Landeswahlleiter gegeben, der Landeswahlleiter sagt, halt, hier sind 130 Unterschriften, der hat schon vorher bei einer anderen Partei unterschrieben. Und es gilt da, wo als erstes unterschrieben wurde, der gilt. Also bitte entweder mit einem großen, ja, ich sag einfach, mit einem sehr großen Puffer arbeiten, dann habt ihr die Chance später abgeben oder noch besser 3 Wochen vorher abgeben und den Landeswahlleiter bitten, euch die Unterschriften zu bestätigen. Das machen die, ich glaube sogar, die müssen es sogar machen. Also wisst ihr dann, wir müssen noch mal ganz schnell 100 Stück sammeln oder sowas. Ja, also der Termin bitte jetzt nicht sagen, ach ja, der Termin, sondern
setzt euch Mitte Juni oder irgendwas, wo ihr abgebt. So, wir haben natürlich noch viel mehr Aufgaben, das kann man jetzt nicht gut erkennen. Wir haben das aber auch für morgen, wir machen ja morgen nochmal eine Frageslot mit Kandidaten, eine Fragerunde, das kommt gleich. Das heißt, das sind nicht alle unsere Aufgaben, sondern hier wird es eigentlich interessant. Da unten in der Ecke seht ihr, ich habe es glaube ich hier, wir haben eine Timeline aufgestellt für verschiedene Punkte, die ist noch nicht vollständig, die muss erweitert werden, vielleicht ist auch irgendwas falsch darauf. Die haben wir nach Muss, wichtig für die Orga, wichtig für uns, nach Sollte und nach Nice to Have eingeteilt. Also das hat auch immer damit was zu tun, was haben wir Ressourcen, wer arbeitet mit. Muss, haben wir gerade erzählt, sind die AVen, das ist für uns ein Muss. Eigentlich ist es auch ein Muss, 100% der Wähler die Möglichkeit haben, Piraten zu wählen. Das sollte für uns alle ein Muss sein. Oh, Entschuldigung, da, 17.07., nicht 19.07. Was habe ich geschrieben? Oh, klasse, super. Ja gut, das passt ja. So viel 17. Den Termin haben wir ja eben gesagt, deswegen der steht von eben. Es gibt natürlich die Chance, wurde eben auch gesagt, dass an dem Termin am 19.06., also an dem 97. Tag, 5 Abgeordnete in irgendeinem Landtag vertreten sind. Dann fällt mit einem Mal das Unterschriftensammeln flach. Also in einem, es nützt nichts. Ich weiß gar nicht, ob das geht. In NRW kommen sowieso 5 rein. Aber Schleswig-Holstein, glaube ich, haben wir mal ausgewählt, würde 5% nicht reichen. Da müssten wir ein bisschen gucken. Im Saarland ja, hat es ja letztes Mal schon nicht. Also die haben 8% nicht gereicht. Im Saarland, die müssten 10 oder 12 kriegen, um 5 reinzubekommen. Gut, das müsst ihr euch selbst realistisch vorstellen, was machbar ist. Gut. Das ist so. Jetzt kommt nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir brauchen die Ansprechpartner für die Länder, wir brauchen Ansprechpartner im Bund, wir brauchen die für Design, für Flyer, Plakate, Video. Wahlkampfspots wurde ja eben auch gesagt, wir müssen auch in die anderen Kanäle gehen. Wir brauchen für TV, YouTube, Hörfunk. Dann Ansprechpartner für Wahlprüfsteine. Vorne sitzt schon einer, der winkt, wenn ich das mitgekriegt habe. Thomas, kommen auch die Sachen vom Wahl-O-Mat so ein bisschen in deine Richtung? Alles gut. Bitte den Thomas unterstützen. Auch von Direktkandidaten. Bitte den Thomas unterstützen und danke, dass du dich dafür wieder bereit erklärt hast und das machst. So Personen brauchen wir für jeden dieser Punkte, die da steht. Dann kommen die Themenkampagnen, das was René und Paki noch heute machen. Auch das ist wichtig, um es, ja, um damit der Fluss laufen kann. So, dann gibt es nach der AV, also tut uns leid, wir werden unheimlich viel Wert im Anfang auf die AVen und auf die Unterstützerunterschriften legen. Weil, wenn wir uns, es müssen viele Sachen parallel laufen, das ist uns vollkommen klar. Das soll jetzt nicht heißen, wir machen nichts anderes. Aber wenn das in die Hose geht, nützen uns die ganzen anderen Sachen nichts. Deswegen muss das funktionieren. Wenn das, wenn wir sehen, das ist, läuft gut, wird es für uns wichtig sein, das, was passiert im Bund, ich meine in der Bundesebene oder auch bei den Ländern-Ebene, weiter zu berichten. Da gibt es die Berichte an den BUFU, da gibt es Berichte an die Öffentlichkeit, aber die Berichte in der Polgef-Runde, die wir jetzt eigentlich schon machen und natürlich auch der Informationsfluss, wie eben gesagt wurde, über die Mailinglisten. Aber seid im Anfang nicht böse, wenn wir wirklich ganz oft sagen, Jungs, gebt uns mal einen Wasserstand, wie sieht es bei euch mit Unterschriften aus und so weiter. Das wollen wir wirklich auf dem Schirm behalten. Zumal es auch die Mails, die uns erreicht haben, also fast alle in diese Richtung gehen. Ja, wir können nicht sammeln, wir kriegen das nie hin, was müssen wir machen? Dabei, muss ich sagen, haben wir ja eigentlich noch gar nicht angefangen. So, nochmal eine Zusammenfassung und das ist auch ganz wichtig. Wir sind jetzt bei den Dingen, die wir nicht machen, aber nachdem wir gefragt wurden. Da sind wir wieder auf der Ebene, bevor wir uns gemeldet haben, haben wir uns wirklich hingesetzt und haben gesagt, was wird an die Orga gefragt, was wird die Orga gefragt, was soll die machen. Und irgendwie ist dann die Orga, wird das Mädchen für alles. Und nee, ich werde nicht das Mädchen für alles. Da gibt es ganz klare Sachen. Habt ihr abgestimmt, ja, ich hatte es gar nicht. Wir können natürlich keine Unterschriften sammeln, wir können den Druck machen, wie wir eben gesagt haben. Druck ist auch zu viel gesagt, wir können einfach nachfragen.
Wir setzen auch keine Themen. Wir erstellen auch keine Flyer. Wir werden auch keine Plakate oder Aguliner entwickeln oder herstellen. Wir erstellen auch keine Kampagnen, die ganz wichtig für den Wahlkampf sind. Aber wir können, wenn wir die Infos und Links bekommen, können wir diese aufbereiten, wir können Empfehlungen weitergeben, wir können Erfahrungen aus Landesverbänden weitergeben, wenn was gut gelaufen ist. Sei es eine Podiumsdiskussion, sei es eine Kampagne, sei es irgendetwas. Also, wir wollen diese Sachen nach dem KISS-Prinzip weitergeben und auffindbar machen. Und wenn es geht, nicht 10-mal im Wiki das Identische, sondern einmal und jeder weiß, wo er es findet. Das wäre also ein Wunsch. So, haben wir eben schon gesagt, wir werden auch Vorschläge machen. Wir werden einfach sagen, hör mal, da ist was ganz gut gelaufen, das hauen wir in den Infobrief, das hauen wir auf unsere Wiki-Seite, da sind die Sachen runterzuladen und nachzugucken. Zum Beispiel gab es einen Brief an die Mitglieder, da habe ich jetzt ohne den René zu fragen, also ein Datenfehl habe ich ein großes gemacht, ich habe nämlich Renés Musterbrief als PDF ins Wiki gesetzt, so dass andere Landesverbände darauf zugreifen können, sagen können, wir machen das ähnlich, ihr seht den Link, der Link geht aber auch nochmal durch. Das sind nicht nur Tipps, die da gestellt werden, da sind auch die anderen Dinge drin auf dieser Seite. Auf der Seite werdet ihr auch noch viele andere Sachen finden. So, dann sollten wir alle Unterstützerunterschriftenformulare von allen Wahlkreisen, aller Landesverbände auf dieser Wiki-Seite auffindbar haben. Wir können die Tabelle erstellen, aber die Formulare benötigen, den Link für die Formulare benötigen wir von euch. Sowohl von Direktkandidaten als auch von Landeskandidaten. Wir werden zurzeit erstmal das Hauptaugenmerk auf Landeslisten legen. Wie gesagt, wenn es dann einen Link gibt, die Landesverbände sollten die Unterstützerunterschriften für die Direktkandidaten bei sich auf dem Wiki horten, aber der Link dazu könnte auf die Hauptseite. Sonst wird das zu viel. Dann guckt keiner mehr rein. Aber wenn ich sagen kann, ich gehe ins Saarland, ich gehe nach Thüringen, ich gehe nach Baden-Württemberg und komme genau auf die Direktkandidaten mit ihren Unterstützerformularen, kann einer, der sagt, ach, ich fahre übermorgen nach Ulm, da habe ich doch noch ein paar, die ich gut kenne, drucke ich mir schnell 5 Formulare aus Ulm aus und sage dem Bekannten hier, setz mal die Unterschrift runter. So könnte man es machen. Dann, in der ersten Mail haben wir ein einheitliches Flyer-Plakat-Design gewünscht. Paki hat uns da ein paar Sachen schon zur Verfügung gestellt. Das sind also Dinge, wo wir probieren, Wert drauf zu legen, dass wir das hinkriegen. Lieb wäre uns, dass auch wenn Flyer gemacht werden, eben wurde gesagt, in Baden-Württemberg, in Ulm ist schon Flyer entstanden, bitte schickt diese Sachen an uns. Schickt diese Sachen an eine E-Mail, wir können sie veröffentlichen, sodass jeder zugreifen darf. Noch besser ist es natürlich, wenn man zum Beispiel mal einen Lehrflyer hätte, einen Kandidatenflyer, der fertig ist, wo einfach nur die Daten wieder rausgezogen wurden mit Leerräumen, wo man einfach nur ein Bild einsetzen muss und einen Text einsetzen muss und der Flyer wäre wieder fertig. Das wären die Idealvoraussetzungen, die wir uns vorstellen. Sowohl für eine Landesliste als ganz besonders auch für Direktkandidaten. Weil Direktkandidaten haben nicht die Chancen, auch noch irgendwelche Gestalter im Rücken zu haben, die ihnen dann noch was fertig machen. Also unser großer Wunsch wäre, dass von der Designgruppe oder von Leuten, die das schon fertig haben, sowas kommt. Paki meldet sich. Zum Bundesparteitag wird es ein komplettes Design, Kampagnendesign geben, Social Media Design, Plakate, Flyer, neue Webseite. Also das wird zum Bundesparteitag fertig. Tut mir leid, da muss ich jetzt einfach mal gerne gleich was zu sagen. Für die Kandidaten ist das zu spät. Ja, deswegen nehmt erstmal das, was ihr da habt. Ja, werden wir also nicht das, was wir weitergegeben haben. So, gerne. Ja, ganz kurz. Ich wollte nochmal ganz kurz auf die Unterschriftenliste kommen. Ich denke, wir könnten nochmal uns überlegen, ob wir nicht kleine Anzeigen in den Käsegletscher bringen. Mit dem Hinweis, Piraten brauchen Unterstützung, hier ist der Link zur Unterschriftensammlung. Ich meine, die Kreisverbände haben eigentlich das Geld dafür, es kostet nicht so viel, so eine kleine Anzeige zu starten,
und man erreicht plötzlich eine ganze Menge von Leuten, wo wir sonst immer hinmarschieren müssen. Jetzt kommt der nächste Folie, ist das? Wir kriegen noch so einen Slot für Sammeln von Ideen. Kommt gleich. Kommt gleich noch was zu, Gernot. Sammeln von Ideen, ihr seht, es wird auch mitgeschrieben, wir werden alles sammeln. Wir werden auch auswerten, wir werden auch probieren, das weiterzugeben. Wir werden uns auch noch was ausdenken, wie wir das an die Piraten besser rankriegen. Was mir bei der Bundestagswahl zurzeit oft zu kurz kommt, oder uns, haben wir überlegt, wir dürfen nicht vergessen, dass wir dieses Jahr 4 Wahlen haben. Und es ist eigentlich jede Wahl wichtiger wie die andere. Weil, wenn wir es schaffen, in NRW einen Balken zu bekommen. Ich wünsche denen mehr. Ich wünsche denen ihre, 13,37%, die sie haben wollen. Oder das war, glaube ich, Christos Aussage, ich weiß es nicht. Oder 42. Ich wünsche denen das. Aber es wird zur Bundestagswahl auch enorm helfen, wenn da ein Balken mit 3% steht. Oder in Schleswig-Holstein einer steht. Das wird uns wirklich weiterbringen. Das andere ist, wir könnten diese Wahlen auch zum Testen nutzen. Wir könnten auch probieren, was kommt gut an, was kommt nicht gut an. Kandidaten könnten sich einbringen. Kandidaten, jetzt die Spitzenkandidaten oder die ersten 5 oder von mir aus egal, wer kommt, könnte in diese Länder gehen, Wahlkampf machen und sagen, ich stelle mich mal an einen Infostand oder macht mir mal einen Diskussionsslot, besorgt mir mal einen Raum mit Zuschauern, wer welche kommt, ich möchte gerne mal was vorstellen. Da wird man daraus lernen. Man wird lernen, vielleicht was rüberkommt, ob es rüberkommt, ob es nicht rüberkommt. Ja, deswegen schreibt diese Wahl nicht einfach ab, sondern wichtig wäre mir natürlich, dass die Landesverbände reinkommen. Wenn nicht, ist es trotzdem ganz wichtig für uns, für den Bundestagswahlkampf. Also nicht vergessen. Jürgen? Wer hat, Entschuldigung, Alex. Genau zu dem Punkt, ganz wichtig. Es ist nicht nur wichtig, dass wir vielleicht einen 3%-Balken bekommen, sondern es ist wichtig, egal wie die Chancen stehen, dass wir überall flächendeckend antreten. Ich habe letztens irgendwo eine Analyse gelesen, ich glaube, die war sogar von Christos, müsste ich lügen, oder von jemandem anders, dass gesagt wird, uns Piraten sieht man auch Fehler nach, weil wir eben anders sind als die anderen Parteien. Das heißt, was aber oft kommt, ist, ich wollte euch wählen, aber ihr standet nicht auf dem Wahlzettel und das ist fatal. Deswegen ist es wichtig, dass wir überall antreten, überall auf dem Wahlzettel stehen und sichtbar sind. Und selbst wenn wir 3%, 2% oder 4% kriegen oder vielleicht sogar 5%, aber wenn wir unter den 5% bleiben, allein, dass wir angetreten sind, weitermachen und nicht aufgeben, das honorieren unsere Wähler und deswegen werden wir auch weiter als Piraten da bleiben. Gleich. Wir machen übrigens gleich noch sowieso noch eine Fragerunde. Eine kurze, ich bin in einer Minute durch, glaube ich. Morgen steht noch ein Treffen an. Das wird aber absolut nichts mit Vorträgen oder so zu tun haben, sondern dann werden wir eigentlich einen Flipchart nur noch aufbauen oder werden noch ein paar Blöcke auf die Tische legen und werden morgen hoffentlich noch ein paar Wahlkampfkoordinatoren finden. Wir werden hoffentlich hinter jedem Balken einen Ansprechpartner setzen können. Das wäre uns ganz wichtig, sodass wir auch wissen, wen wir anschreiben. Wir werden vorschlagen, ist noch was Interessantes, das sind die Ferien 2017. Ihr könnt also gucken, wann ist wo oder wann sind Länder, die vielleicht ein bisschen schwach sind, kann ich die unterstützen, kann ich dorthin fahren, kann ich helfen? Können wir nicht vielleicht einfach an der Ostsee mal ein Camp machen für 4 Tage? Und sagen, dort treffen wir uns, dort machen wir Wahlkampforder, dort machen die Kandidaten. Und tagsüber geht es halt in die großen Städte in Mecklenburg-Vorpommern und wir sammeln. 4 Stunden, 5 Stunden und machen danach noch Arbeit. Einfach nur so Ideen, die wir einfach mal vorstellen wollen, die wir einfach weitergeben wollen. Das können wir auch wirklich nur vorstellen. Das können wir nicht mehr machen. Das machen müsst ihr. Wir können organisieren. Das war heute ein gutes Orga-Team und morgen, die werden uns unterstützen. Ich denke, das ist auch hinzubekommen. Gut. So, ohne Kekse wollen wir eigentlich nicht arbeiten. Das war der Vortrag erstmal. Und ich würde sagen, ich hätte gerne zu diesem Vortrag weitere Ideen. Es stehen 2 Leute am Flipchart und
würden noch ein paar Sachen aufschreiben. Astrid, wie lange haben wir noch oder sind wir schon fertig? Nee, ihr habt noch 20 Minuten. Ich gut. Ich hüpfe dann mit dem Mikro durch die Gegend. Du hüpfst dann mit dem Mikro durch die Gegend. Das finde ich nett. Also möchte da vorne sind. Ich passe ein bisschen auf. Wer sich meldet. Hüpfen. Ganz kurz aus einer Erfahrung Kommunalwahlkampf. Alex hat das gesagt, das ist extrem wichtig. Wir probieren es in Brandenburg irgendwo hinzukriegen, dass wir in jedem Wahlkreis einen Direktkandidaten machen. Ich bin den Lückenspringer, wo da am Schluss keiner ist, gehe ich hin. Da kommen ein paar Plakate hin, es soll ein Name draufstehen. Wir hatten in der Kommunalwahl einen, der hat gesagt, ich mache bei euch Kreistag. Der Mann tauchte zur AV auf, hat seine Sachen unterschrieben und danach war er nie wieder gesehen. Kein Plakat, gar nichts. Der hat in seinem Wahlkreis 800 Stimmen geholt. So, nur dafür, es muss einer draufstehen. Also probiert wirklich, und wenn ihr rumlauft, eure Mitglieder persönlich ansprechen, an der Tür klingelt und sagt, pass mal auf, du hast gewählt, du bist bei uns, du hast noch einen Beitrag gezahlt, du bist aktiv, ich brauche dich als Direktkandidat, ich druck dir 100 Plakate, ich brauche deinen Namen auf der Liste. Der holt ein paar 100 Stimmen. Ob der bekannt ist, ob der Wahlkampf macht, vollkommen egal, es muss draufstehen. Andererseits wollte ich da noch mal einmal kurz einwerfen an die Kandidaten, vor allen Dingen an die Direktkandidaten. Wenn ihr das macht, dann übernehmt ihr einen ernsthaften Job. Und der ist ganz schön anstrengend und da muss man ziemlich viel tun. Also von daher, es können sich nicht alle Kandidaten darauf zurückziehen. Wir brauchen speziell die ersten drei jeweils von den Landeslisten dringend, um dann wirklich nach vorne zu kommen. Michael, ja? Ja. Michael Gernot und Sammy. Gibt es bereits einen, oder gibt es demnächst einen definierten Prozess, wie vorgegangen wird, wenn wir als Partei mal auf etwas reagieren müssen? Ein politisches Thema poppt neu auf oder so. Das soll ja einigermaßen abgestimmt werden, irgendwie die Presse wird darauf reagieren, Social Media wird darauf reagieren, aber vielleicht wollen wir auch mal das kurz runter an alle Kandidierenden und an die Infostände bringen. Ist das irgendwo mal definiert worden? Wer das richtig auf dieses Thema springen wir jetzt drauf und machen da eine größere Sache drauf, dass man sich das nicht erst dann überlegt und da Zeit verliert, sondern dass man das einmal im Vorfeld definiert. Okay, ich hatte Sabine gesehen. Gernot hatte noch geteilt. Wir machen das einfach mal so. Ist doch egal, wie rum, ja. Mir ist das egal, wie rum. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Direktkandidaten nicht einfach nur irgendwo stehen können und dann werden sie gewählt, sondern es kann passieren, dass Direktkandidaten auf Podien eingeladen werden, was zu hoffen ist. Und dann müssen die verdammt nochmal gut sein. Die müssen nämlich die anderen Parteien vor sich hertreiben oder ihnen nachweisen, dass sie nichts getan haben oder das Falsche oder wie auch immer. Also müssen Direktkandidaten ein bisschen mehr können, als nur ihren Namen zu liefern. Bitte ich doch sehr darum. Gerne dran. Ja, ich wollte nur gerade zwischendurch schon mal sagen, zu dem definierten Prozess, nachdem der Michael gefragt hat, dafür haben wir ja dieses Tool MetaMouse, da sind die Kandidaten mit drin und können sehen, wie die Öffentlichkeitsarbeit arbeitet, was die voranbringen, wie die auf welche Themen reagieren, damit sie nicht irgendwie mit einer anderen Meinung da quertreiben. Ich denke, du meinst die Definition, ne? Dass wir vorher festlegen, wenn was passiert, wird tritt Punkt B, C, D in Kraft, ja? Ja, ich denke aber auch, das werden wir der Öffentlichkeitsarbeit in ihr Buch schreiben, weil die müssen es machen. Wie gesagt, wir können es nicht, aber ich gebe dir recht, wir könnten so eine Definition so ein bisschen vorarbeiten und denen sagen, hier habt ihr mal 4 Wochen, arbeitet das mal aus und wir machen es, wir geben es einfach weiter, was dort entwickelt wurde. Und zu Direktkandidaten und Listenkandidaten, ja, zu Direktkandidaten. Also Direktkandidaten werden wesentlich häufiger auf Podien eingeladen als Listenkandidaten. Muss man leider so sagen, ist so. Ja, deswegen sagte ich das ja. Ja, ja, also ich wollte nochmal darauf hinweisen, wir vom Kreisverband Ahrweiler hatten das nämlich mal gemacht. Diese Käseblätter haben den großen Vorteil, dass sie kostenlos...
dass sie kostenlos in jeden Haushalt gelegt werden. Und das war gar nicht so teuer. Wir hatten einen kleinen Slogan gemacht, und zwar zu irgendeiner Wahl. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das auch vielleicht versuchen für die Unterschriftenkampagne. Ein wunderbares kleines Bildchen, was wirklich die Piraten wieder charakterisiert, weil wir zum Beispiel... Das Land braucht uns. Nehme ich mal einfach mal so als simples Beispiel. Und deswegen brauchen wir Ihre Unterschriften. Einfach diese Kampagne kostet nicht viel. Die Kreisverbände könnten es eigentlich bezahlen. Wir sollten das eigentlich aufschreiben und machen. Jetzt noch eine Frage? Ja, ich wollte noch kurz anmerken. Vor 4 Jahren war es nicht der Fall. Da war mein Landherr vertreten. Wir müssen für den Fall, dass wir Unterschriften sammeln müssen, diese auch für die Direktkandidaten sammeln. Und das sind pro Kandidat, soweit ich weiß, 200 Unterschriften. Ist also nicht zu unterschätzen, ist aber natürlich eine Sache für den Vorwahlkampf, da wo wir Unterschriften sammeln, dass die Leute sich auch, wenn sie als Listenkandidat sowieso schon draufstehen, sich in der Region bekannter machen können. Diejenigen, die tatsächlich nicht auf der Liste sind, nur Direktkandidat, die müssen dann natürlich auch ordentlich schaufeln, um ihre 200 Unterschriften zusammenzukriegen. Sonst kippen sie hinterher runter und kommen eben nicht mit auf die Liste. Protter ist jetzt der Letzte, danach ist Pause. Also ganz wichtig ist hier zu beachten beim Thema Direktkandidaten beschaffen, ist ja schön und gut. Nur wir müssen auch die Mitgliedermotivation, dass sie zur Aufstandsversammlung kommen. Wir hatten hier in Hessen schon welche, als kein wahlberechtigtes Mitglied gekommen. So, Schlusswort. Erstmal danke, dass so viele hier sind. Dann danke, dass sich viele das trockene Thema angetan haben. Ich weiß, dass über politische, habe ich eben schon gesagt, dass über politische Themen gesprochen werden soll. Aber politische Themen können wir nur nach außen bringen, wenn ihr die Infos habt, was nach außen gebracht werden soll. Also bitte Infos an uns. Wir probieren es so gut, wie es geht, zu machen. Und seht uns Fehler nach, die wir bestimmt machen werden, reichlich. Und nach der Wahl dürft ihr auch alle über uns schimpfen. Also wenn wir die Wahl gewinnen, seid ihr froh. Das wissen wir. Wenn wir die Wahl gewinnen, waren wir schuld. Die Damen sagen, wenn irgendwas schief geht, ist der Nervigo schuld. Und wir machen jetzt Pause bis um 3, dann geht's weiter.